Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geheimakte Tunguska. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind jetzt mit Max unterwegs in Irland. In Kuba haben wir alles gemacht gehabt. Und da schauen wir doch mal, was wir alles machen können hier. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit der Dame im Schirm. Es sieht so aus, als ob sie gerade eine Gastrolle in einem großartigen Abenteuer gewonnen hätte. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ist so eine Eingebung von mir. Okay, reden wir mal mit ihr. Hi, warum stehst du denn hier draußen im Regen rum? Oh, hallo. Tja, ich war mit meiner Gruppe von Adventure-Treffreisen unterwegs, aber wir haben uns leider verloren. Ich wollte nur noch mal kurz in den Pub und als ich rauskam, war der Bus weg. Oh, dumm gelaufen. Das kannst du laut sagen. Eigentlich wollten wir ja mit einem Boot einen kleinen Ausflug machen und irgendeine alte Burg besuchen. Aber bei dem Wetter finden die Rundfahrten leider nicht statt. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass die Leute im Bus mein Fehlen möglichst schnell bemerken und gleich zurückkommen. So langsam wird's nämlich echt ungemütlich. Nachvollziehbar. Warum wartest du nicht im Pub? Nee, muss nicht sein. Der Wirt ist so unfreundlich. Da bleibe ich lieber im Regen stehen. Außerdem habe ich Angst, dass mich meine Reisegruppe nicht findet. Okay. Adventure Treff, ist das die von Adventure Treff von der Seite, dass es eine schöne Anspielung auf die Seite ist? Keine Ahnung. Ich könnte mir aber vorstellen. Ihr seid also auf einer Art Sightseeing-Tour? Nein, eigentlich nicht. Wir sind vom Fabian Reibeisen Fanclub Hannover und begleiten ihn auf seiner Europatournee. Fabian Reibeisen? Ja. Ach, der Fabian ist ja so süß. Verzeih meine Unwissenheit, aber wer ist das denn? Du kennst Fabian Reibeisen nicht? Den größten Schlagerstar Deutschlands? Ach, was sage ich, der Welt? Nein, eher nicht. Wir sind extra mit dem ganzen Fanclub angereist. Es gab da so ein tolles Angebot von Adventure-Treffreisen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt nicht nur meinen Fanclub verloren, sondern auch meinen Freund Olli, der bestimmt schon ganz verrückt ist vor Sehnsucht nach seiner Sandrine. Verloren? Naja, wir waren heute Morgen auf dem Weg zum Hotel, als wir auf ein paar Umweltaktivisten der SAF gestoßen sind. SAF? Was, die kennst du auch nicht? Die Seltene Arten Foundation. Da sollte in der Nähe des Hotels ein Baum gefällt werden. Und das nur, weil die so ein blödes Einkaufszentrum genau dort errichten wollen. Ja, und? In dem Baum nistet ein äußerst seltenes Säbelzahnhörnchen. Oh, ich ahne die Dramatik. Tja, und da war ja klar, dass wir uns an der Demo beteiligen müssen. Ja, sonnenklar. Auf jeden Fall kamen da plötzlich so Leute. Ich glaube, die waren von einem Geheimdienst. Dort in dem Gerangel habe ich dann meinen Olli verloren. Und mein extrem wertvolles, pinkes und mit Edelsteinen besetztes Handy ist auch noch kaputt gegangen. Ja, es gibt so Tage... Gott sei Dank habe ich Komplettschutz. Und mein Handy wird kostenlos repariert. Na dann? Leider habe ich all die Opfer völlig umsonst gebracht. Die haben den Baum einfach abgeholzt, diese kleinen, miesen... Na, wer wird denn gleich? Zumindest habe ich das Säbelzahnhörnchen noch retten können. Ich habe es adoptiert und Luigi getauft. Luigi? Warum nicht gleich Mario? Mario? Blöder Name. Wie dem auch sei. Seitdem steckt es in meiner Hosentasche und traut sich nicht mehr raus. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Der Kleine ist so goldig. Ich glaube, ich werde ihm einen pinkfarbenen Pullover stricken, damit er nicht mehr so friert. Wenn er mir nur nicht ständig ins Bein pieken würde. Ja, echt interessant. Ich muss dann aber auch mal wieder... Okay. Keine weiteren Fragen. Das Motorrad, das ich mir am Flughafen gemietet habe. Ah, das ist deins. Okay. Das obere ist ein Tempo-30-Schild. Das untere warnt vor Straßenschäden. Das ist fest im Boden verankert. Ob wir das noch irgendwie mitnehmen müssen? Keine Ahnung. Wir können da die Treppe runtergehen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal wahrscheinlich in den Pub rein. Ein blechernes Werbeschild für eine Inselrundfahrt per Boot. Bei dem Wetter finden die aber bestimmt nicht statt. Okay, das Schild konntest du dir komplett mitnehmen. Ah, interessant. Was haben wir da? Eine Flagge. Keine Ahnung, was für ein Wappen das ist. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Drüber steht Tageskarte, drauf steht nichts. Entweder der Koch ist krank oder die befinden sich gerade in der Fastenzeit. Oder sie haben keine Lust zu kochen. Oh, so voll? Vielleicht hätte ich reservieren sollen. Reden wir mal mit dem Wirt. Er scheint sein bester Gast zu sein. Naja, er ist ja auch sein einziger Gast. Zumindest der einzige, der noch stehen kann. Wollte ich gerade sagen, da hinten sitzt doch jemand.
Guten Tag, schönes Wetter heute. Was? Es regnet in Strömen. Das sollte auch ein Scherz sein. Ja, lustig. Na, das kann ja heiter werden. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Schön. Was ich damit ausdrücken wollte, können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Wenn Sie den alten Ken Morangi meinen, der haust auf seiner Insel. Insel? Wie komme ich denn darüber? Fragen Sie Foley. Sitzt bestimmt unten am Wasser und angelt. Ja, okay, das werden wir mal machen, aber bei dem Wetter wird er wahrscheinlich nicht drüber fahren, schätze ich mal. Und vor allem nicht einfach so, weil wir ihn nett bitten. Kommt es bei Ihnen häufiger vor, dass die Gäste in der Kneipe einschlafen? Klar, aber Klaus ist ein ganz hartnäckiger. Den kriegt man auch so schnell nicht wieder wach. Gibt es da irgendeinen Trick? Ja, wenn man ihm was zu essen vor die Nase hält. Dann wacht er auf? Wenn er das Zeug mag, stehen die Chancen nicht schlecht. Was mag er denn so? Er ist früher zur See gefahren. Außer Fisch isst er nichts. Aber eigentlich freue ich mich immer, wenn er schläft. Dann muss ich mich wenigstens nicht wieder zu ihm setzen und mir seine ewig gleichen Seemannsgeschichten anhören. Okay, brauchen wir also Fisch, um den zu wecken? Ich hätte gerne einen Fisch. Ich auch. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mir in Ihrer charmanten Art damit sagen wollen, dass Sie keinen haben? Yep. Nicht übermäßig viel los hier. Geht so. Haben Sie immer so wenig Gäste? Einige meiner Stammkunden sind tot und die Laufkundschaft war noch nicht da. Die Laufkundschaft? LKW-Fahrer, die ihre Ware zu den Märkten in den Nachbardörfern bringen. Ab und zu halten die an, trinken 3 bis 12 Whisky und fahren dann weiter. 3 bis 12 Whisky? Ja, das sagte ich doch gerade. Und wie oft kommen die so? Jeden Tag. Bringen Obst und Gemüse. Ich frag mich immer, wer das Zeug braucht, wenn es doch auch flüssiges Gemüse gibt. Flüssiges Gemüse. Okay, vielen Dank war klar. Für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. So, was haben wir da? Wir haben einen Becher. Der beste Freund des Barkeepers. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Ist aber nett von dir. Was haben wir da? Ein Schlüssel? Ein Schlüssel. Lass mich raten, wir kommen nicht so einfach an den ran. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Da helfen nur Taten. Ich schätze, wir müssen irgendwas da reinmachen, damit er, ja, aufs Klo geht oder sonst irgendetwas. Was haben wir da noch? Wir haben noch einen weiteren Becher. Ein einfacher Zinnpokal. Oder die Becher halt austauschen. Ich nehme den mal an mich. Bei dem netten Herrn hier hat er seine Aufgabe ja offensichtlich schon erfüllt. Ein einfacher Zinnpokal. Kann man wahrscheinlich austauschen? Ja, genau. Aber das... Ich will dem Barkeeper nicht den... Wenn ich die Becher vertausche, wird er seinen Whisky vermissen. Das dann vermutlich einsetzende Gejammer würde ich ihm und vor allem mir gerne ersparen. Ja, wir brauchen halt noch was, was wir da reinmachen können. Der sabbert friedlich vor sich hin. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Der scheint nicht übermäßig kommunikativ zu sein. Vielleicht lasse ich ihn erstmal seinen Rausch ausschlafen. Wir brauchen einen Fisch, um ihn zu wecken. Schön warm. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Andererseits, ich muss bestimmt sowieso gleich wieder raus. Da kann ich mir das auch sparen. Ah, das ist auch wieder wahr. Das ist auch wieder wahr. Okay, dann gehen wir erstmal wieder raus und hier runter. Das ist wahrscheinlich der Typ, mit dem wir reden sollen. Ein Stein. Besondere Merkmale? Keine. Und der Fisch? Den wird hier keiner vermissen. Okay, so, was haben wir denn da alles? Wir reden mal mit dem Fischer. Ich müsste eigentlich nur einmal ins Wasser hauchen. Dann würden sofort alle Fische besoffen an der Oberfläche schwimmen. Hallo, wieso angeln Sie bei so einem Wetter? Sie haben keine Ahnung vom Angeln, oder? Nein, nicht wirklich. Wieso? Weil die Fische bei so einem Wetter am besten beißen. Sie sehen doch mal einen Eimer, das ist die Ausbeute von 3 Stunden. Selbst wenn ich innerhalb von 3 Stunden 30 gebratene Tauben und Wildschweine mit Äpfeln im Maul fangen würde, ich käme nie auf die Idee, mich bei so einem Wetter freiwillig hier hinzusetzen. Ja, das glaube ich. Die Tür im Felsen. Was befindet sich eigentlich dahinter? Der Keller von Old Stevie's Pub. Kommt man da irgendwie rein? Was meinen Sie, wie oft ich das schon versucht habe? Da drin lagern Whisky-Vorräte für mindestens 1 Jahr. Aber O'Brien, der alte Geizhals, rückt ja nichts raus.
Meint immer, ein Barkeeper dürfe seine Waren nicht verschenken. Früher haben wir gehandelt. Fisch gegen Whisky. Aber irgendwann ist mir aus Versehen ein roter Hering mit in die Lieferung geraten. Seitdem ist er sauer und faselt was von Gammelfisch. Dabei war der Schaden doch minimal. Ja, das ist bestimmt der Schlüssel von oben. Und den brauchen wir wahrscheinlich, um ihn zu überzeugen, mit uns darüber zu fahren. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Können Sie mir da helfen? Klar. Der alte Ken haust da drüben auf seiner Insel. Oh, super. Vielen Dank. Wie komme ich denn darüber? Gibt es eine Fähre oder eine Brücke? Nee, Brücke sowieso nicht. Und bei dem Wetter fährt auch kein Schiff. So, und was ist mit deinem Schiff? Ist das Ihr Boot da drüben? Ja. Kann ich das mal kurz ausleihen? Ah, ich brauch's momentan nicht wirklich. Aber dann könnten Sie mir auch einen Gefallen tun. Klar, was denn? Ich hatte heute Morgen meinen Kumpel Steffen besucht. Und jetzt ist mein Whisky schon wieder all. Und jetzt soll ich Ihnen welchen besorgen? Warum gehen Sie nicht einfach in die Kneipe um die Ecke? Warum schwimmen Sie nicht einfach auf die Insel? Guter Konter. Also ein Tausch. Whisky gegen Boot. Ja, klingt fair. Ja, okay, wir brauchen Whisky. Dann wünsche ich weiterhin Petri Heil. Petri, Dank. Das ist sogar die richtige Antwort gewesen. Auf Petri Heil sagt man Petri Dank. Finde ich gut, dass es so reingemacht worden ist. Eine hübsche Sammlung. Hoffentlich sind die nicht alle von heute. Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist wohl die Ausbeute des heutigen Tages. Ob wir uns da so einen Fisch angeln können? So viele Fische können Sie doch alleine gar nicht essen, oder? Machen Sie sich Sorgen um meine Gesundheit oder wollen Sie nur einen Fisch abstauben? Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll. Nehmen Sie ruhig ein. Ich werde schon noch ein paar fangen. Oh, vielen Dank. So, wir haben einen Fisch, damit können wir den Typ oben aufwecken. Das hätte ja schon mal was. Da ist ein Vorhängeschloss an der Tür. Ja, das war auch klar. Da haben wir noch das Boot. Sieht nicht wirklich seetüchtig aus. Andererseits, ein berühmter Pirat, ein Typ namens Pinsel oder so ähnlich, ist mit so einem Boot durch die komplette Karibik gefahren. Pinsel sagt mir nichts. Wasser von oben, Wasser von unten. Verdursten werden die hier bestimmt nicht. Naja, das Wasser würde ich aber nicht trinken. Dann eher das Wasser von oben. Ich bin zwar schon nass, aber da springe ich trotzdem nicht rein. Aber können wir vielleicht den Kelch füllen? Ob der Typ das merkt, der Barkeeper? Oder müssen wir da noch was reinmachen? Könnten die Flagge da reinmachen? Ah, jetzt haben wir eine Naseflagge. Na. Okay. Die Flagge hätten wir wahrscheinlich auch einfach so reinhängen können, aber gut. So, probieren wir mal, ob auch das funktioniert. Auch wenn er ein noch so großer Fan von Fisch sein mag und schon ziemlich einen im Kahn hat, roh wird er den wohl kaum verspeisen wollen. Ja, aber wie wär's mit Braten? Den Fisch einfach so in den Kamin zu schmeißen ist weder sinnvoll, noch werde ich den Barkeeper damit wirklich glücklich machen. Ja, okay, können wir den Fisch... Kann ich dir den Fisch einfach geben? Das dann für uns Brät? Ich hab hier einen leckeren Fisch. Und ich dachte schon, sie hätten sich 3 Tage nicht gewaschen. Gleich haue ich ihm den Fisch links und rechts um die Ohren. Ja. Aber können wir das auf den... Genau, wir machen es auf den Schild drauf und dann können wir den so braten. Wenn der uns schon den Fisch nicht macht, dann machen wir uns halt einfach selber. Ich nutze mal Ihren Kamin, um den Fisch zu grillen. Natürlich könnten Sie das bestimmt viel besser, aber Sie werden ja wahrscheinlich Wichtigeres zu tun haben. Ja, natürlich. Machen Sie ruhig. So. Der Fisch liegt servierbereit auf dem Blech. Ja, dann nimm mal mit. Das Blech ist viel zu heiß. Und da brauchen wir jetzt das Ding hier dafür. Und das geben wir jetzt Ihnen. Haha. Mein Herr, es ist angerichtet. Fisch. Ich rieche Fisch. Was?
Da fehlt die Zitrone. Wirt, bring mir Zitrone. Ein Fisch ohne Zitrone ist wie eine Flasche ohne Whisky. Wirt! Hallo. Geht es Ihnen jetzt wieder etwas besser? Offensichtlich ist es bei manchen Leuten egal, ob sie wach sind oder schlafen. Die Kommunikationsfähigkeiten sind immer gleich ausgeprägt. Hallo. Geht es offensichtlich... Okay, sehr nett. Der sabbert immer noch vor sich hin. Nur nicht mehr ganz so friedlich. Kann man jetzt mit ihm nochmals reden, dass man nochmal... Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem nochmal stören? Wenn's sein muss? Ja. Wie kommt man denn in den Keller? Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, reingehen. Das können selbst Leute wie Sie, wenn Sie den passenden Schlüssel haben. Sie sind ganz schön lustig, oder? Yep. Ich bräuchte eine Flasche Whisky. Was kostet die? Für Sie? 1000. Ich frage mal besser nicht nach der Währung. Die Antwort würde mir wohl nicht gefallen. 1000? Nein. Wollen Sie keine Geschäfte machen? Doch, 1000 ist ein gutes Geschäft. Ein bisschen arg teuer, oder? Ein Sonderpreis. Extra für meine Freunde. Aus unerfindlichem Grund steigt mein Aggressionspotenzial geradezu in unermessliche Höhen. Wenn ich mich nicht sehr zusammenreiße, wird das hier gleich zum Ego-Shooter. Nee, das lassen wir mal. Fahr mal lieber mal nach der Zitrone. Zitronen haben Sie wahrscheinlich nicht, oder? Mein Kompliment. Sie lernen schnell. Ja, was bleibt mir übrig? Wegen Klaus. Ja, ohne Zitrone will er seinen Fisch nicht essen. Bringen Sie mir eine und ich werde sie Ihnen vielleicht sogar zurechtschneiden. Sie sind ein Held. Und woher haben wir jetzt eine Zitrone bekommen? Wir könnten mal mit den Leuten nochmal reden. Vielen Dank für... Dankeschön. Kann man das Ding jetzt austauschen irgendwie? Wenn ich die Becher vertausche, wird er sein... Kann ich den auf den Kopf schmeißen? Nee. Zitrone. Hast du zufälligerweise eine Zitrone bei dir? Na, was macht Luigi? Er sitzt immer noch in meiner Hosentasche und piekt mir ins Bein. Da fällt mir ein, ich hätte da noch eine tolle Geschichte. Ja, das glaube ich gern. Muss aber leider ganz schnell weg. Später vielleicht. Vielleicht hat der Typ unten das Ding? Na? Er sitzt im... Ja. Vielleicht hat der auch noch eine Zitrone bei sich? Beißen Sie immer noch? Wenn man nicht aufpasst. So viel zum Thema Zitrone. Beißen Sie immer... Wenn man... Wie kriegen wir jetzt eine blöde Zitrone her? Hier kommen wir ja nicht rein. Da ist ein... Da brauchen wir den Schlüssel. Kann ich vielleicht mit dem Stein den Schlüssel wegschlagen? Hier kann ich ja mit den Stein nicht wirklich was machen. Und mit dem wahrscheinlich auch nicht. Das... Ah doch, mit dem können wir was machen. Das ist fest im... Ah. Okay, kommt jetzt vielleicht ein LKW und verliert zufälligerweise eine Zitrone? Da kommt der LKW mit der Ware für den Markt. Vielleicht hält er ja. Dann haben Sie auch Ihre gewünschte Gesellschaft. Oh, der LKW-Fahrer scheint neu zu sein. Kennt wohl die Strecke nicht und kann keine Verkehrsschilder lesen. Ja, die Jugend von heute. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Ich sollte mal nach dem Fahrer schauen. Glück gehabt. Der LKW-Fahrer scheint die Kurve noch gekriegt zu haben. Das hätte ich mir nie verziehen, wenn dem was passiert wäre. Dann mach mal das Ding hier am besten wieder weg, ja. Aber das sieht man. Auch wenn man nicht glaubt, warum jetzt die unbedingt 30 sein sollen. Es gibt in den meisten Fällen einen Grund, warum es eine bestimmte Tempo angesagt ist. Auch wenn man ihn selber nicht kennt. Hat man jetzt gerade zum Beispiel gesehen. Eine Kiste voller Obst und Gemüse. Die muss der Laster verloren haben, als er hier ins Schleudern gekommen ist. Lauter gesundes Zeugs. Und ich habe Glück. Sogar eine Zitrone ist dabei. Tja, der hat tatsächlich eine Zitrone verloren. Guck mal, was wir da für dich haben. Ich habe kein Messer. Aber... Ja, der hat ja gesagt, er schneidet so für uns. Hier,
Die könnten Sie Ihrem wortgewaltigen Gast überreichen, wenn es Ihre kostbare Zeit zulässt. Oh, da wird er sich bestimmt freuen und dann hoffentlich auch mal die Klappe halten. Gehst du jetzt weg? Hier, deine Zitrone. Wurde ja auch Zeit. Setz dich zu mir. Undank ist der Weltenlohn. Hehe. Und er ist beschäftigt. Ich will den Barkeeper nicht. Okay, das geht weiterhin nicht. Aber wir kommen bestimmt an den Schlüssel ran, oder? Finger weg! Mist, er kann den Schlüssel selbst von da hinten sehen. Hallo, geht es Ihnen jetzt wieder etwas besser? Offensichtlich. Und den Wert können wir nichts mehr machen. Kann ich den einfach... Nee, das geht nicht. Runterschmeißen. Wenn ich jetzt hier rausgehe und nochmal reingehe, ist vielleicht der Wert eingeschlafen bei der Geschichte? Nö. Finger weg! Mist. Kann ich das Ding jetzt einfach austauschen? Wenn ich die Becher vertausche, wird er seinen Whisky vermischen. Nee, auch das geht nicht. Was machen wir jetzt? Vielleicht gibt es irgendwas Neues noch. Ich meine, wir sind auf jeden Fall schon weitergekommen. Jetzt müssen wir noch an den Schlüssel kommen. Den geben wir den Typ unten oder gehen da unten rein und holen eine Flasche Whisky raus und geben sie ihm. Eins von beiden. Und dann fährt er uns, dann gibt er uns unser Schiff und wir könnten rüber zur Insel fahren. Also soweit ist es klar. Es ist nur noch nicht klar, wie wir genau an diesen blöden Schlüssel rankommen. Also er ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen abgelenkt. Die Frage ist nur, ist es vielleicht doch irgendwas mit diesem Becher, dass wir da was machen müssen? Dass wir den vorher nicht hätten austauschen können oder so? Oder geht es jetzt nur mit den leeren Dings und dann holt er sich einen neuen Whisky und wir könnten... Kann ich das Ding nochmal ausleeren? Oder ist es jetzt immer voll? Ja, dann hoffe ich mal, dass ich da nichts kaputt gemacht habe. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Ja, guck mal, und die eine ist jetzt auch weg. Seht ihr das? Die, wo hier vorher gestanden ist, die ist weg. Ja gut, lasst uns ja eine kleine Pause machen. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Dann schauen wir mal, wie wir an den Schlüssel rankommen. Und uns wird schon noch was einfallen. Bis morgen dann. Macht's gut. Tschüss.